Nee, Rohkost ist sicher auch nicht das Beste. Es gibt da so viele Ernährungsrichtlinien und Meinungen. Da ist sowas wie die Rohkost sicher auch nur eine der vielen Optionen. Guten Morgen! Wie offensichtlich belügen sich die Menschen, wenn sie der Realität nicht in die Augen schauen können. Rohkost ist nicht eine der vielen Ernährungsweisheiten und dass viel Rohkost, also viel Gemüse, Obst und Wildgrün mit Sicherheit die gesündeste Ernährungsform darstellt, ist auch der eheste Konsens in der Wissenschaft und auch in der intuitiven Wahrnehmung, in meiner intuitiven Wahrnehmung. Aber trotzdem wird das immer wieder runtergespielt, dass ein hoher Anteil an, ich sage jetzt bewusst nicht nur 100% Rohkost, sondern ein hoher Anteil an Gemüse und Obst und Wildgrün, dass das gesund ist, das wird immer wieder runtergespielt und ist gar nicht so in der Wahrnehmung der Menschen präsent. Da wird über andere Sachen gestritten, aber nicht über das wirklich Wichtigste, den hohen Anteil an Obst und Gemüse und Wildgrün. Ich sage das immer dazu, weil viele sehen Gemüse und Wildgrün so ein bisschen als, für mich ist Obst und Gemüse, ich zähle Wildgrün eigentlich immer unter Gemüse bei mir. Aber ist korrekt, natürlich auch Wildgrün. Ja, und warum ist das so? Warum ist das nicht so präsent? Das hat zwei Gründe. Erstens, an der Rohkost verdienen bei weitem nicht so viele Unternehmen daran, als jetzt an Produkten, die unzählige Verarbeitungsschritte und auch Marketingmaßnahmen brauchen, um verkauft zu werden. Für schätzungsweise 90% der Produkte, die wir kaufen, existiert überhaupt kein natürlicher Markt. Nicht nur im Lebensmittelbereich, in allem. Da wurde ein Markt geschaffen. Populärstes Beispiel dafür ist die Zahnseide. Siehe dazu auch mein Video hier oben. Zumindest im aktuellen wissenschaftlichen Kontext wird auch kontrovers diskutiert, ob Zahnseide vielleicht doch sinnvoll ist. Also, aber der aktuelle wissenschaftliche Konsens ist, es ist nicht sinnvoll. Video mit den entsprechenden Links gibt's oben. Ja, es wird den Menschen quasi per Werbung und sogenannten Influencern, also eine ganz interessante Sache, wo ich auch mal ein Video dazu machen werde, das sind Menschen, die meinungsbildend sind, wird ihnen eingeredet, dass sie bestimmte Produkte brauchen. Da rede ich nicht nur von solchen offensichtlich nutzlosen Dingen wie zum Beispiel sowas wie ein Eierschalenaufpiekser, sondern auch von anderen Sachen. Was will ich denn zum Beispiel jetzt groß Werbung für eine Möhre machen? Na, da braucht man keine Werbung machen. Die Möhre ist halt die Möhre. Die Möhre aus dem Haus Calvado klein besticht durch ein dezentes Äußeres mit einer frisch aufgetragenen Röte als Hommage an die roten Wangen gesunder Kinder des frühen 20. Jahrhunderts. Schwachsinn! Eine Möhre ist lecker und eine Möhre ist gesund. Und genauso gilt das für das ganze Obst und Gemüse. Da ist kein Marketing vonnöten. Habt ihr im Fernsehen schon mal eine Werbung für einen Apfel gesehen? Oder eine Melone oder ein Stück Löwenzahn? Ne? Für Milch gibt's Werbung von der Milchindustrie. Ich erinnere mich da sehr gut. Aber für ein Stück Löwenzahn, wer macht denn da Werbung? Das kostet, das verdient keiner. Wer zahlt dafür etwas zu sagen, auch was eh schon alle wissen? Ne? Obst, Gemüse, Wildgrün ist gesund. Ne? Da braucht's keine Werbung. Werbung wird für die Dinge gemacht, die wir nicht brauchen, sondern wo wir nur lernen sollen, dass wir sie brauchen. Ihr könnt euch zu 100% sicher sein, alles, was ihr irgendwo auf den Plakaten seht oder in einem Werbespot, das braucht ihr niemals in eurem Leben. Denn wer was braucht, das sind die Unternehmen, die diese Werbung bezahlen. Die brauchen stumpfsinnige Lemminge, die sich ein Bedürfnis ins Hirn einpflanzen lassen und Geld ausgeben und den ganzen perfiden wirtschaftlichen Kreislauf am Leben erhalten. Ganz nach dem Motto, wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, von Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Rohköstliche Nahrung ist alles, was wir brauchen. Und sogar die billigste, weil unverarbeitet und teilweise sogar kostenlos, wenn ich ans Wildgrün denke. Oder wie denkt ihr, dass die 99,99% der Menschen, die vor den letzten 3-4 Jahrtausenden gelebt haben, ihre Nahrung beschafft haben? Sie haben sie gepflückt und sie haben sie sich einfach von der Natur genommen. Es ist vollkommen offensichtlich, dass die Rohkost keine Werbung benötigt, aber die Menschen trotzdem Obst und Gemüse einkaufen. Warum? Weil sie es brauchen. Weil es das Einzige ist, was sie an Nahrung wirklich brauchen. Das ist der erste Grund, warum die Rohkost gar nicht so in der konditionierten Wahrnehmung der Menschen so eine exorbitante Rolle spielt. Weil sie geblendet sind von der ganzen Werbung, dem Marketing und den Influencern, die einen täglich begegnen, die unser ureigenstes Ich, unsere Grundbedürfnisse, unser wirkliches Leben einfach überdecken. Warum ist es denn so schwer zu sich selbst zu finden? Weil man nur noch von allen möglichen profitorientierten Anspruchsgruppen mit Informationen zugemüllt wird. Man kann kaum noch sich selbst sein, sich selbst spüren.
Wenn man sich als Frau die Haare unter den Achseln wachsen lässt wie die Hanna, dann muss man sich vom öffentlichen Mob kritisieren lassen. Wenn man als Mann sagt, dass man wann und wo man will Sex machen möchte, notfalls auch mit einem Astloch, dann ist man der perverse Sicko. Also wenn man nur unzerstörte rohe Nahrung essen möchte, das ist genauso, dann wird man ja als Freak in Fernsehshows eingeladen. In was für einer kranken Welt leben wir? Aber all das wird von dem angepassten Verhalten der Menschen heutzutage unterstützt. Menschen, die aufgehört haben, selber zu denken. Ja, denen gesagt bekommen wurde, ja, was sie zu denken haben. Und das Perfide daran ist, die Menschen sind so überzeugt davon, selber zu denken und erkennen gar nicht, wie manipuliert sie sind. Und dann kommen wir eben zum zweiten Grund, warum die Rohkost in der Wahrnehmung der Menschen nicht als natürliches Ideal angesehen wird oder präsent ist. Weil sie eben bedeutet, diese Konditionierung und diese Manipulation hinter sich zu lassen. Und das ist schwer. Das ist verdammt schwer. Ihr seid täglich live dabei gewesen bei mir. Umstiege auf die vegane Ernährung war Pillepalle. Kein Problem, nur ein paar Justierungen und ein gutes Umstieg auf die Rohkost. Was habe ich in meinem Tagebuch gekämpft mit dem Rohkostgeist? Zahlreiche Episoden fallen mir da ein. Das war echt ein harter Tobak teilweise. Die Umstellung auf eine Rohkost dominierende Ernährung, die war wirklich, wirklich schwer. Gut. Manche machen sie sich noch schwerer, weil sie mit einem 100% Dogma auf der Brust dann quasi rumrennen und um sich dann bewusst irgendwie elitär und besser zu fühlen oder eben geistig so verkrampft sind, dass sie halt gar nicht anders können als eine 100% Sache, also sich die Orientierung im Extrem zu suchen. Aber auch die Umstellung zum normalen Rohköster, also dem, der durchaus hin und wieder mal etwas Gekochtes isst und dafür jetzt nicht in Panik verfällt, aber dessen Hauptteil aus unzerstörter Nahrung besteht, diese Umstellung ist anspruchsvoll und sie braucht einen wirklich einen starken Willen. Aber gerade in unserem Land wird ein starker Wille überhaupt nicht mehr gefordert. Du musst doch nur das luxuriöse System am Laufen halten, die Klappe halten und ja, dich relaxed zurücklehnen und alles ist gut in deiner Wahrnehmung. Zumindest ist das, was uns suggeriert wird und was wir dann auch oder wir, also die meisten Menschen eben auch annehmen. Und wenn man mit so einem entspannten Mindset sich der Rohkost gegenüber steht, na, da weicht man instinktiv zurück. Das ist ein unzumutbarer Austritt aus der Komfortzone. Das kann gar nicht gut, das kann doch gar nicht gesund sein. Ne? Das ist doch viel zu extrem. Da gibt es sogar Leute, die sind so extrem auf ihre Bequemlichkeit und ihre Abhängigkeit konditioniert, dass vegan als extrem wahrgenommen wird. Chapeau Fleischindustrie! Und was passiert dann, wenn der Mensch etwas nicht erreichen kann, von dem er zwar instinktiv und intuitiv weiß, dass es das Beste ist und andere Menschen ihn auch noch darauf hinweisen? Mein Beispiel, ihr seid auf der untersten Stufe eines zweistufigen Plateaus und lebt dort. Die oberste Stufe des Plateaus könnt ihr nicht erreichen. Die Früchte auf dem obersten Plateau erhalten mehr Sonne und schmecken ganz offensichtlich etwas süßer und etwas fruchtiger. Aber da kommt ihr nicht hin. Nun erntet ihr Tag ein Tag aus auf eurem Plateau eure Früchte. Irgendwann hat sich der Ärger, dass ihr nur die Früchte zweiter Klasse ernten könnt, etwas gelegt und ihr akzeptiert den Umstand, dass ihr nicht das Optimum bekommt und verdrängt quasi das oberste Plateau, ja, indem ihr ja, am besten gar nicht mehr nach oben schaut. Ne? Dann aber eines Tages schaut ein Mensch des oberen Plateaus runter und isst genüsslich einen sonnengereiften Apfel, der natürlich, wie ihr ja intuitiv wisst, viel süßer und viel schmackhafter ist. Und er bestätigt euch auch noch einmal verbal, dass dieser Apfel sicher viel süßer und schmackhafter ist als der auf eurem unteren Plateau. Wie reagieren die Menschen? Die wenigsten werden, wie ich, sagen, ja, du hast recht, die Äpfel da oben sind viel leckerer. Du hast es wirklich gut, dass du da oben leben kannst und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Die meisten werden einfach anfangen rumzudiskutieren und Sachen zu erfinden, warum die Äpfel unten viel besser sind als die Äpfel oben. Sie werden sich Dinge aus den Fingern saugen, wie dass der Schatten ja eine besondere Energie hat oder dass den Früchten da oben die Vitamine von der Sonne weggebrannt werden und noch tausend andere Argumente werden sie finden, um sich selbst nicht der Realität zu stellen. So funktioniert der Großteil der Menschen. Ne? Komfortzone. Und das ist genau dasselbe mit der Rohkost. Jeder weiß im tiefsten Inneren, dass eine unzerstörte natürliche Nahrung von der Natur ohne Verarbeitungs- und Aufbereitungsschritte die beste Nahrung ist.
Aber die Menschen können aufgrund ihrer Bequemlichkeit und eben auch ihrer Konditionierung diese Rohkost nicht erreichen und bedienen sich dann eben irgendwelcher abstruser Argumente, um die Rohkost nicht als Ideal anerkennen zu müssen. Und das, ja, zieht sich von Handwerker Otto bis zum Wissenschaftler Herbert. Und da das die Masse der Gesellschaft ist, die bequem ist, gerade in unserer westlichen Hemisphäre, ja, findet man immer genug Gleichgesinnte, um sich selber zu belügen und zu bestätigen. Stellt euch vor, auf dem unteren Plateau kommen dann 100 Leute zusammen, die alle, ja, quasi sich denselben Scheiß aus den Fingern saugen, und oben steht immer noch der eine mit seinem wohlschmeckenden Apfel. Wie wohl und wie im Recht werden sich die 100 gegenüber der einen oder anderen Stimme fühlen, ne? Es geht in unserer heutigen Gesellschaft doch überhaupt nicht mehr um die Wahrheit, sondern nur darum, was die Menschen als Wahrheit glauben wollen. Ne? Wohlfühlzone, Komfortzone. Das, was die Mehrzahl der Menschen als Wahrheit betrachtet, das ist in der Wahrnehmung der Menschen die Wahrheit. Macht euch diese zwei Tatsachen bewusst und ja, wenn ihr das erkannt habt, dann explodiert euer Leben, weil ihr nämlich anfangt selber zu denken und euch von den Ketten der Konditionierung löst. Es gibt ja Menschen, die hören das Wort Konditionierung und sagen, ah nein, Konditionierung, ich kann es nicht mehr hören. Ne? Also das ist genauso ein Akt, ne? Total Bequemlichkeit, total Komfortzone. Ich will das nicht hören. Nein, nein, nicht Konditionierung. Ich bin auf meinem Plateau und möchte da doch bleiben. Ne? Wenn ihr das macht, wirklich dieses zu überdenken, dann lebt ihr authentischer und hütet euch davor zu denken, wenn ihr Rohköstler seid, dann habt ihr es irgendwie geschafft oder sowas, ne? Nein, dann seid ihr nur Rohköstler. Ihr müsst anfangen, bewusst zu denken in jeder Lebenslage. Und egal, ob ihr Massenmörder oder der Dalai Lama werdet, nur dann kostet ihr wirklich das Leben, wenn ihr selbstständig bewusst Dinge initiiert und nicht einfach Dinge von anderen kopiert, wie Rohkost ist gesund, ich bin Rohkost, jetzt bin ich bewusst. Ne? Rohkost ist die beste Ernährung, keine Frage. Oder eine Rohkost dominierende Ernährung. Ich muss das immer wieder ein bisschen, ja, relativieren, damit es sozusagen diese Sicherheit, dass das jeder von euch weiß, das denke ich, dass viel Obst, Gemüse und Wildgrün, dass das das Gesündeste ist. Ne? Aber wenn ich von Rohkosternährung spreche, das meine ich eben damit, viel Obst, Gemüse und Wildgrün, denken die meisten 100% und die Nüsse sind ja Rohkostqualität. Ne? Also deswegen sage ich, Rohkosternährung ist für mich eine sehr, sehr rohkostbasierende Ernährung. Habe ich ja alles schon gesagt. Die Rohkosternährung, sie entfaltet wirklich nur ihre komplette Schönheit und ihre komplette Brillanz, wenn ihr selber auf die Rohkost kommt durch eure Erfahrung und nicht nur Rohköstler werdet, weil irgendein Influencer, zum Beispiel ich oder weiß nicht, Sig Leopold, Marlon von Raw Future oder was auch immer, euch das gesagt hat. Ne? Probiert es aus, macht Erfahrung mit der Rohkosternährung und schüttelt den ganzen Ballast an verkrusteten Meinungen der Gesellschaft ab. Findet euch selbst, erkennt Manipulation und auch Konditionierung. Ah, Konditionierung hat's schon wieder gesagt. In eurem Leben. Dann werdet ihr strahlen wie das blühende Leben, weil ihr Leben seid, echtes Leben. Viel Erfolg auf diesem Weg. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Ciao.